Ihr Bild ist bald weg. DVB-T wird abgeschaltet. Ihr Bild ist bald weg. DVB-T wird abgeschaltet. DVB-T wird abgeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video auf Trend17TV. Ja, und mir brennt schon seit etwas längerer Zeit so ein Thema unter den Nägeln. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, was das ist. Das ist das Thema DVB-T 2, DVB-T 1. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen grübeln, wo soll ich da überhaupt anfangen? Vielleicht fangen wir damit an, wann das DVB-T 1 überhaupt damals auf den Äther ging. Am 26. August 1998 wurde der erste Testsender in Norddeutschland auf der CeBIT Home, nannte sich das, eingeschaltet. Und damals wurden 5 TV-Sender und 4 Hörfunkprogramme das erste Mal übertragen. Wer DVB-T, also digitales Fernsehen, Antennenfernsehen, noch nicht so kennt, es übersetzt heißt DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. So, und zwar, das DVB-T 1 wird ja am 29.03., das heißt also in Kürze, wenn dieses Video läuft, abgeschaltet. DVB-T 1 wird abgeschaltet. Ihr könnt also euren DVB-T-Empfänger, wenn das ein DVB-T-Empfänger der ersten Generation ist, also 1, nehmen und ab dem 29. entsorgen. Genauso ist das. Eure Antenne, die könnt ihr weiterverwenden. Die geht auch bei DVB-T 2. Ihr braucht ein neues DVB-T 2 Gerät. Und zwar nicht irgendeins, denn der Handel hat oder bietet zurzeit auch noch DVB-T-Geräte, DVB-T2-Geräte, ohne, ich sag jetzt mal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Freenet an. Denn wenn ihr diesen Freenet-Decoder da nicht drin habt, dann könnt ihr nur die öffentlich-rechtlichen TV-Programme schauen. Das heißt, ihr braucht einen DVB-C2-Receiver mit Freenet. Anders geht's nicht. Man muss entweder diese Codekarte, die muss man kaufen, die kostet 69 Euro im Jahr, da dort einstecken, oder das geht auch über einen PIN. Also ich persönlich habe mir 2 neue DVB-T2 Receiver gekauft. Kann ich will jetzt hier keine Werbung machen, eigentlich sehr empfehlen von Imperial. Da gibt es auch nur 2 Modelle, einmal mit Aufnahme und ohne Aufnahme. Sehr gute Geräte, liegen um die 69 Euro rum. Kann ich also hier nur empfehlen, falls jemand Interesse dran haben sollte. Könnt ihr bei Amazon bestellen, vielleicht auch bei einem anderen Händler, auf jeden Fall Imperial, falls ihr da Interesse habt. DVB-T 2 geht also an den Start. Das heißt also, ab 29.03. werden die DVB-T 1 Receiver nochmal, ich sag's nochmal, abgeschaltet. Das heißt, wer einen DVB-T 2 Receiver hat, kann dann noch bis Juni 3 Monate kostenlos auch die normalen Programme schauen, also die privaten Sender. Man kann dann die privaten Sender in HD und auch die öffentlich-rechtlichen in HD gucken. Bis Juni. Dann ist auch das vorbei. Dann müsst ihr euch nämlich entweder eine Codekarte kaufen oder die Nummer halt. Was nicht zu vergessen ist, dass ihr euren Receiver vorher bei Freenet noch anmeldet. Der muss nämlich angemeldet werden. Und dann bekommt ihr einen Code und dann könnt ihr losstarten. So, was mich dabei aufregt, ist, dass die tatsächlich, also ich meine, für die öffentlich-rechtlichen Programme, erstes, zweites, drittes, die sind ja nun mit drin, da braucht ihr ja nichts bezahlen. Die könnt ihr also immer schauen, egal ob ihr den einfachen Receiver für 30 Euro oder 35 kosten sie oder den mit Freenet kauft. Die könnt ihr immer gucken, die kosten nichts, die öffentlich-rechtlichen. Die zahlt ihr ja über eure Rundfunkgebühr, die ihr ja auch jeden Monat noch zusätzlich bezahlt. Nein, die privaten Sender haben sich jetzt Folgendes gedacht. Wir machen nicht nur ohne Ende Werbung. Also ich komme da gleich zu, ich habe hier das, das muss einfach sein. Ich habe hier das Fernsehprogramm liegen, da gehen wir gleich ganz mal schön durch. Ich habe hier auch einen Sender, den habe ich schon
auf meiner Liste ganz oben drauf. Also es ist unfassbar, dass die privaten Sender tatsächlich jetzt Geld sehen wollen dafür, dass sie ja sowieso schon Werbung machen. Also ein Film, ich sag mal ein typischer Sonntagabendfilm oder ein Samstagabendfilm geht auch, wird durchschnittlich 4 bis 5 Mal, manchmal sogar 6 Mal unterbrochen. Der Film dauert 90 Minuten laut Fernsehzeitung, also die Gesamtlänge geht dann meistens deutlich, also ich sag mal eine halbe Stunde länger. Deutlich länger. Das wisst ihr sicherlich auch, wenn ihr hin und wieder mal Fernsehen guckt. Die meisten jüngeren Zuschauer, denke ich mal, die dieses Video sehen, werden wahrscheinlich schon gar kein Fernsehen mehr schauen. Was ich natürlich auch irgendwo ein bisschen schade finde, weil Fernsehen bildet nun mal auch, nicht nur Internet, sondern auch das Fernsehen. Ich finde es ein bisschen schade, aber gut, das lassen wir mal dahingestellt sein. Also wir fangen jetzt mal an, nur so als Beispiel habe ich mir jetzt mal unseren Lieblingskanal, ist ja nun auch einer der größten Sender mit bei den privaten Sendern. Wir nehmen einfach mal so einen typischen Montag bei Pro7, bei unserem Spitzensender Pro7. Und wir starten einfach mal so zur Primetime. Das geht los. Wir starten mal um 18.10 Uhr. 18.10 Uhr, das haben wir hier bei Pro7 auf Montag. Ich nehme jetzt mal den 27.03., ist ja wurscht. Das ist nächste Woche genau das Gleiche und die Woche drauf ist es auch genau das Gleiche, weil das Programm bei Pro7 ist eigentlich immer genau das Gleiche. Dann gehen wir los. Wir legen hier los mit 18.10 Uhr Die Simpsons, 19.05 Uhr Galileo, 20.15 Uhr The Big Bang Theory und da haben wir ganze 1, 2, 3, 4, 5 Folgen Big Bang Theory. Theory, wie auch immer das ausgesprochen wird. 22.10 Uhr Two Broke Girls, 23.05 Uhr New Girl und 23.35 Uhr Two and a Half Men, 0.25 Uhr wieder Big Bang Theory. So. Nur die feinsten Ami-Scheiß-Serien, ja gut, weiter geht's. Auf dem Dienstag, dem 28.03., nehmen wir hier dann mal wieder einen typischen Abend bei Pro7. Wir starten wieder um 18 Uhr, nehmen wir mal 18 Uhr, da haben wir hier die News-Time, die geht genau 10 Minuten. Dann startet wieder die Simpsons um 18.10 Uhr, 19.05 Uhr Galileo, um 20.15 Uhr die Simpsons tatsächlich mit 1, 2, 3, 4, 5 Folgen die Simpsons, 22.15 Uhr das Duell um die Geld, genau, ganz tolles Deutsch, um die Geld. 0.15 Uhr, Two and a Half Men mit 3 Folgen. Dann 1.05 Uhr, Two Broke Girls und 2 Uhr, Dads. So, ich nehme jetzt nochmal den Mittwoch rein, damit es dann auch nicht zu langweilig wird. Nehmen wir mal hier den Mittwoch. Um 18.10 Uhr starten wir wieder durch. Die Simpsons, 19.05 Uhr, Galileo. Dann kommt, oh mein Gott, es kommt mal was anderes. Um 20.15 Uhr, Grey's Anatomy. Dann 22.15 Uhr, Supergirl. 0.05 Uhr haben wir wieder Two and a Half Men. 1.50 Uhr haben wir dann New Girl. Und 2.40 Uhr, Malcolm mittendrin. Also auch so ein Ami-Scheiß. So eine super billig Produktion. Dann 23.25 Uhr The Game und 4.20 Uhr wieder Michael mittendrin. Meint um die Uhrzeit guckt man allgemein kein Fernsehen mehr, aber ist ja egal. So zieht sich das eigentlich die ganze Woche so ziemlich durch. Das ist eigentlich immer das Gleiche hier. Wieder, ich nehme mal hier den Freitag dann wieder, 18.10 Uhr die Simpsons, 19.05 Uhr Galileo. Dann haben wir mal ein Batman hier, Batman Begins um 20.15 Uhr und 23 Uhr diese Green Hornet. 1.10 Uhr Kite, Engel der Rache. Gut, da würde ich sagen, da hören wir dann auch langsam aus mit dem Trauerspiel. Das ist das Programm, das uns nur auf einem, ich will jetzt hier nicht alle Sender vorlesen, nur auf einen der privaten Kanäle hier so erwartet. Wenn wir dann im Jahr 69 Euro für diesen Schund bezahlen, den wir hier vorgesetzt kriegen mit ordentlich viel Werbung. Ich weiß gar nicht, wie viel Werbeunterbrechung jetzt so ein Film inzwischen hat. Ich schaue inzwischen kaum noch die privaten Sender, weil es riecht mich einfach nur noch auf diese scheiß Werbung dauernd zwischendurch. Dann hat man gerade eine spannende Stelle und dann kommt da irgendeine Tampon-Werbung oder irgendein Babykotzer in die Ecke. Also
Es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Das riecht mich einfach nur noch auf und deswegen musste ich da einfach jetzt mal ein wenig frische Luft in die Segel geben. Und ich bin ganz gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr denn von DVB-T2, von dieser tollen neuen Geschichte, die euch dann, das werde ich auch in diesem Video hier unten noch einblenden, die euch natürlich auch, ich glaube, nun täglich mehrfach auf Samstag oder Sonntag, es wird ständig eingeblendet, dass ja nun bald das DVB-T abgeschaltet wird. Keiner weiß, was nun eigentlich passiert. Keiner weiß, welche Geräte brauche ich nun eigentlich wirklich. Keine richtige Info. Es passiert einfach gar nichts. Es wird einfach nur abkassiert. 69 Euro zahlt ihr in Zukunft oder das Bild ist schwarz. So einfach ist das. Und das würde mich mal interessieren. Eure Meinung. Bitte klatscht es mir mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, hier geht jetzt richtig die Post ab hier unten in den Comments. Lasst ordentlich viele Likes und Dislikes da. Was das Zeug hergibt, würde mich sehr freuen. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben, haut rein und ciao. Ihr Bild ist bald weg. DVB-T wird abgeschaltet. DVB-T wird abgeschaltet.